Die Liste der Probleme, die bisher am künftigen Landratsamt aufgetaucht sind, ist lang. Ob die große Schlammblase, die im Baugrund entdeckt wurde, oder die Abweichungen in der Konstruktion und der Statik, die nach den Abrissarbeiten ans Licht kamen. Jetzt ist auch das Dach auf dieser Liste gelandet. Das sollte eigentlich nur repariert werden. Doch nach der Besichtigung durch eine Dachdeckerfirma muss nun hier umdisponiert werden. Der Schiefer, der eigentlich relativ langlebig ist, ist an dem Gebäude so, dass in Größenordnungen Haarrisse da drin sind, in den einzelnen Schiefern. Und es äußerst schwierig ist, dort jetzt anzufangen, wo repariere ich und wo höre ich auf, sodass wir uns am Ende entschieden haben, auch in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit, dort eine neue Eindeckung vornehmen zu lassen. Der Dachstuhl und so bleibt alles, das ist alles okay. Das ist zwar für einen Moment teurer, aber wenn Sie bedenken, wenn Sie das Dach jetzt bloß reparieren, dann fangen Sie vielleicht in 5, 6 Jahren an dem neuen Gebäude wieder an, dort mal 3 Schiefer und dort 3 Schiefer und dort was auszubessern, was dann am Ende wesentlich teurer ist, weil das ja ein relativ hohes Gebäude ist. Und wir denken, dass das die bessere Lösung ist. Die Dachdeckerarbeiten sollen demnächst beginnen, so der Kreisbaumeister. Wie hoch die Mehrkosten liegen, sei indes noch nicht bekannt. Vom Dach geht's hinunter in den Keller. Hier wurden im Zuge der Bauarbeiten diese Träger freigelegt, die in einem sichtbar schlechten Zustand sind. Man sieht es schon im Zustand, dass die so in der Form nicht mehr zu halten waren, dass die also theoretisch ausgewechselt werden müssten. Aber das verursacht einen hohen Zeit- und Kostenaufwand. Also ist beschlossen worden, dass man die liegen lässt und diese Lichtschächte dann entsprechend mit Beton verfüllt, damit die Statik weiterhin gesichert ist. Um die Statik des Gebäudekomplexes geht es auch an der Forststraße. Hier nahm man vor dem Abriss der 2 Gebäudeteile an, dass zwischen Straße und der gesamten Höhe des Gebäudes Felsen anliegt. Aber nach dem Abbrucharbeiten Bauteil 4 und Bauteil 2 hat man festgestellt, dass letztendlich aufgefüllter Boden hier anliegt und somit die Gefahr besteht, dass die Wand oder das Erddruck sich aufbaut und die Wand dann nach innen verschoben wird. Und somit mussten dort Winkelstützwände eingebracht werden. Zusätzlich soll eine Bohrpfahlwand das Gebäude schützen. Dazu werden mit schwerem Gerät 12 Meter tiefe Löcher gebohrt, die dann mit Beton ausgefüllt werden. An einigen Stellen des Gesamtkomplexes ist der Baufortschritt seit ein paar Wochen deutlich sichtbar. Beim sogenannten Bauteil 2, einem Neubau an der Forststraße, ist man auf der 3. Etage angelangt. Eines soll noch folgen, sodass in gut einem Monat der Rohbau des Gebäudeteils abgeschlossen werden kann. Auch am anderen Neubauteil an der Redelstraße laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In Kürze soll die Bodenplatte gegossen werden. Vorher mussten die Nachbargebäude umfangreich gesichert werden, weil die Baugrube tiefer ist als die Häuser. Reges Treiben auch im Inneren des Gebäudes. So wurde bereits diese Stahlkonstruktion eingebaut, die die Decke des späteren Sitzungssaales bildet. Die ersten dicken Felder sind schon eingeschaut. Und später wird auch ein Bereich von dieser Säuldecke wird noch das Licht von oben erhalten. Es bleibt also ein Lichthof von oben offen. Der Bau des künftigen Landratsamtes liegt laut Henry Seifert voll im Kostenrahmen. Die Mehrkosten belaufen sich derzeit auf rund 3,9 Millionen Euro. Geld, das durch Einsparmaßnahmen und Vergabegewinne weitestgehend kompensiert werden konnte. Wir brauchen hier überhaupt nicht blauäugig zu sein. Hier gibt es noch so viele Risiken am Bau, auch schon allein geschuldeter Bauzeitverlängerung von 22 Monaten, dass hier auf jeden Fall mit Mehrkosten gerechnet werden muss. Deswegen haben wir ja auch beim Fördermittelgeber nochmal eine Nachförderung beantragt. Anfang 2016 soll das neue Landratsamt bezugsfertig sein. Welche Probleme bis dahin noch auftauchen werden, kann niemand voraussagen.